Gut, ja, herzlich willkommen zum Blog hier in diesem Hörsaal zum Thema GIS, sag ich mal. Es wird im Wesentlichen um QGIS gehen, aber auch ein bisschen um andere Software, zum Beispiel jetzt im ersten Vortrag von Peter Heidelbach. Ich stelle ihn kurz vor. Peter Heidelbach ist Mitarbeiter der Wehrgruppe, sitzt hier in Freiburg und beschäftigt sich mit diversen Programmierungen, Anwendungsentwicklungen und hat auch wesentlich an dem Projekt mitgearbeitet, das er jetzt gleich vorstellen wird. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, ich setze mich einfach mal hin. Danke Jörg. Servus miteinander. Willkommen zum Vortrag von ArcGIS zu QGIS. Es geht um Migration von ArcGIS-Projekten in die wunderbare Welt des Open Source. Da werde ich kurz vorstellen, was es für verschiedene Tools gibt und wie der Stand der Technik ist. So, damit beginnt es dann auch eine Rundschau. Ich werde drei Tools vorstellen im Besonderen und danach das Tool, was ich auch hauptsächlich mir selber programmiert habe, weil ich da natürlich am meisten zu sagen kann. Und am Ende gibt es dann ein Beispielvideo, wie dieses Tool überhaupt funktioniert. Ja, zuallererst Slayer. Die haben nicht nur ein fantastisches Logo, sondern auch einen ziemlich interessanten Ansatz. Und zwar ist es ein QGIS-Plugin, welches per Drag-and-Drop es möglich macht, ArcGIS-Projekte in das QGIS hineinzuziehen. Und die werden dann per Reverse Engineering umgerechnet, so dass es QGIS verstehen kann. Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Dann gibt es Bridge von GeoCut. Das ist im Gegensatz zu dem Slayer-Plugin ein ArcGIS-Plugin. Und das macht es möglich, ein Projekt als Webdienst zu exportieren, also als WMS zum Beispiel, indem man dann per Geo-Server oder Map-Server nutzbar machen kann. Und als letztes gibt es dann MXD to QGIS von der Wehrgruppe. Es hat einen etwas sperrigen Namen, aber darauf werde ich später nochmal zu sprechen kommen. Ist auch ein ArcGIS-Plugin und liest mithilfe der Python-Stelle, die es in ArcGIS gibt, und den ArcObjects das Projekt aus und schreibt dann die jeweiligen Informationen in eine XML-Datei, die QGIS verstehen kann. Ja, das Tool, was wir weiterentwickelt haben, hat auch eine Geschichte. Und zwar wurde das 2011 gestartet von Alan Mangu aus Nairobi, der schon die Grundstruktur angelegt hat, Daten aus ArcGIS auszulesen und das Ganze in einer XML abzuspeichern. In der Grundfassung hat das Tool leider nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Also Vektorlayer wurden nur in einer hart gecodeten Farbe ausgegeben. Und dann begann natürlich die Suche, warum wird die Farbe hart gecodet in das Skript geschrieben und nicht automatisch festgelegt für den jeweiligen Layer. Ja, das hatte folgenden Grund. Und zwar unterstützt ArcPy nur 4 Renderer standardmäßig, die es mit Werten auslesen kann. Und der Simple Renderer, mit dem man einen ganz normalen Feature Layer darstellt, ist da nicht drin. Und der wird dann unter Other abgespeichert und dann hat man gar keinen weiteren Zugriff darauf. Ja, und dann habe ich schon gedacht, ah, ist vielleicht eine Sackgasse, diesen Weg weiterzugehen. Und dann hat Stefan Giese, mein Ausbilder, gesagt, ja, schau doch mal nach den ArcObjects, das ist sozusagen das Skelett, aus dem ArcGIS besteht. Ja, und dann bin ich auf die comtypes gestoßen. Das ist eine Python-Bibliothek, die es möglich macht, auf DLL-Files zuzugreifen und die auszulesen. Und in denen stecken diese ArcObjects. Und es ist sozusagen der heilige Gral von ArcMap. Wenn man sich dann weiter damit beschäftigt, stellt man fest, es sind 34 Bibliotheken. Und zu jeder von diesen Bibliotheken gibt es eine PDF, die so zwischen 10 bis 20 Seiten lang ist. Also es ist ziemlich viel Material, den man sich dann da stellt. Und wenn man dann nicht gleich wegläuft, sondern ein bisschen guckt, was kann man damit wirklich jetzt anstellen, gibt es folgenden Weg. Falls jemand im Publikum ist, der das sieht und sich denkt, ah, das geht doch viel einfacher, kommen Sie gern danach zu mir. Und zwar, ich habe es jetzt mal exemplarisch dargestellt, wie man von einem Feature Layer zu der dazugehörigen Farbe kommt. Und das geht über ziemlich viele Typecasts. Im Programmierprozess selbst arbeitet man sich natürlich von unten nach oben. Das heißt, man weiß, ich will diese Farbe haben von diesem Symbol. Und dann muss man Ebene für Ebene nach oben
um zum Ziel zu kommen, aber der Einfachheit halber gehen wir es jetzt von oben nach unten durch. So ist es auch verständlicher. Also man startet mit einem Arc-Layer, weil die Arc-Objects gehen über das geöffnete Arc-Map-Projekt und greift dann direkt auf die Layer zu. Und dann muss man das spezifizieren, was ist das für jetzt ein Layer, damit ich den auch auslesen kann. In unserem Fall ein Feature-Layer. Und darunter steht auch Geo-Feature-Layer. Wir werden gleich sehen, warum. Über den Geo-Feature-Layer kommt man zum Renderer und über das Feature-Layer kommt man über die Feature-Class zum Feature. Und mit Renderer und dem Feature kommt man zum Schluss an das Symbol. Natürlich muss man nochmal festlegen, was ist das für ein Symbol. In diesem Fall ein einfacher Marker. Und wenn man dann den Marker hat, kann man sich auch die Farbe ausgeben lassen und den RGB-Wert. Ehrlicherweise bekommt man den als Long und muss den nochmal umrechnen, damit man wirklich die drei Farben hat. Aber dann ist man eigentlich am Ziel. Dann wird es eingetragen in der QGIS-XML-Datei an der richtigen Stelle. Und dann Erfolg. Natürlich gibt es ein paar Hindernisse beim Export, die einfach ihren Ursprung darin haben, dass die Programme verschieden aufgebaut sind. Und ja, ich fange einfach mit dem obersten Punkt direkt an, dann wird es direkt etwas klar. Die meisten Symbole, die in ArcMap verwendet werden, haben ihren Ursprung in geschützten ESRI-Fonts, also in so Schriftdateien, sage ich mal. Und die kann man natürlich nicht einfach exportieren, die sind geschützt, da müsste man dann gucken. Was ist da jetzt am ähnlichsten dran? Da hat GeoCut schon eine recht große Bibliothek, wo sie dann auf Wingdings zugreifen und gucken, oh, das ist so ähnlich wie das ESRI-Symbol, das kann man nehmen. Aber da muss man natürlich einfach im weiteren Prozess des Tools gucken, was wird überhaupt oft verwendet und macht das Sinn, das mit reinzunehmen. Der Druck in ArcGIS und QGIS funktioniert unterschiedlich. Das ist auch nochmal ein weites Feld. Auch die Query-Editoren sind etwas verschieden von der Syntax. Das kann man leider auch nicht einfach übertragen. Dann habe ich als letzten Punkt noch dazu genommen, weil ich da in letzter Zeit viel mit gearbeitet habe, die Renderer. Da gibt es bestimmte Renderer in QGIS, zum Beispiel nicht den Random Fill, Random Point Fill, der aber, glaube ich, in der nächsten Version dazukommen soll. Und den Rectangular Gradient. So, kommen wir dann vom theoretischen Teil zum praktischen, damit Sie das Tool auch mal in Aktion sehen. Das ist ein geöffnetes ArcGIS-Projekt, also ArcMap in dem Fall. Man sieht hier viele verschiedene Layer, die ich angelegt habe. Das ist so mein Übungsprojekt, wo alles drin ist, was es jetzt kann. Oben fange ich direkt mal an mit einer Postgres-Anbindung. Die hat einen Query, dass sie nur die Megacities auswählt. Dann gibt es Geodatabase Annotations. Da wird gleich nochmal rangezoomt. Das sind die kryptischen Zahlen- und Buchstabenkombinationen hier. Die zeigen Wasserstellen an hier im Schwarzwald. Und da sieht man auch dieses kleine blaue Symbol. Ich mache kurz Pause. Das ist so ein ESRI-Symbol für einen Brunnen. Das kann man natürlich nicht direkt exportieren. Das wird dann einfach zu einem Punkt. Der nächste Vektorlayer, der hier drin ist, sind die Städte, die je nachdem, wie viele Einwohner sie haben, verschieden groß dargestellt werden. Und die größten haben auch ein Multilayer-Symbol. Das heißt, es ist nicht nur ein gelber Punkt, sondern auch eine grüne Raute oder ein roter Punkt drin. Ja, es sind verschiedene Layer drin. Hier gibt es noch die Lines. Dann kommen wir zu den Polygonen. Die Kontinente sind in verschiedenen Farben dargestellt. Das ist das Natural Earth-Projekt, wie wahrscheinlich schon einige erkannt haben. Im Hintergrund ist ein Gradient für den Ozean, beziehungsweise alle Ozeane. Und dann gibt es noch einen WMS-Dienst. Das ist ein Luftbild von Berlin. Die Rasterdaten befinden sich in einem anderen Dataframe. Das ist jetzt ein bisschen künstlich, weil es ja für andere Dataframes Sinn macht, auch eine andere Projektion zu verwenden. Hier sind beide in derselben Projektion. Mm.
Ja, hier sieht man direkt ein Höhenprofil. Und oben rechts befindet sich noch eine andere Rasterdatendatei. Die ist per Color Map gerendert. Das heißt, verschiedene Farbwerte, die zugewiesen werden. Viel weiß, wenig grau. Und zu guter Letzt gibt es ganz unten noch, hier kommt noch der Beweis, dass es eine Color Map ist. Eine Color Map. Und zu guter Letzt die Hintergrundkarte, die die ganze Welt darstellt und die dreikanalig RGB ist. Dann ging es hier gerade ein bisschen schnell. Auf der Seite ist hier die Toolbox. Die kann man einfach öffnen, beziehungsweise erst importieren und dann öffnen. Und dann legt man einen Namen fest für die Datei, für die QGIS-Datei, die man haben möchte. Hier jetzt im temporären Ordner abgespeichert. Der aufmerksame Zuschauer sieht, die Annotation GDB habe ich vorher schon da reingemacht, weil da sonst die Verknüpfungen fehlen und die dann nicht angezeigt werden können. Das Projekt Foskis. Dann erscheint ein kleines Dialogfenster, was einem nochmal einen Überblick gibt, was für Layer überhaupt exportiert werden, wie die heißen und was sie für einen Typ haben. Ich habe es schon leicht beschleunigt, aber es braucht natürlich einen Moment. Es sind knapp über 30 Layer. Ja, und dann rattern die hier durch und man kann nochmal sehen, dass es erfolgreich konvertiert wurde. Ja, dann direkt in QGIS. Da habe ich die Ladezeit auch ein bisschen verschnellert im Video. Die Datei war im temporären Ordner. Für die Postgres-Verbindung muss man natürlich die Anmeldedaten nochmal eingeben. Die werden nicht im Projekt selbst abgespeichert. Das wäre ja auch blöd sonst. Ja, und erstaunlicherweise sehen die beiden Karten sich ja sehr ähnlich. Es braucht einen Moment, bis das Labeling geladen ist von QGIS. Ja, da ist es. Ja, und dann kann man natürlich auch mal von oben schauen. Das Query von der Datenbank wird angenehmerweise direkt in der Quelle mit abgespeichert. Das sieht man hier. Da sind die Megacities. So lässt sich das ganz praktisch übertragen. Hier sind dann die Geodatabases zu sehen, die Annotations. Und auffällig ist hier, dass im Hintergrund natürlich schon die Rasterdaten auch zu sehen sind, die in dem ArcMap-Projekt in einem anderen Datenframe waren und deswegen nicht sichtbar. Hier ist es in zwei verschiedenen Gruppenlayern abgespeichert. Könnte man auch mal überlegen, ob das Sinn macht, ob man lieber zwei Projekte haben will, wenn man verschiedene Projektionen hat, oder ob man lieber alle Daten zusammen haben möchte. Dann sieht man die blauen Punkte. Ich glaube, gleich geht der grüne Schimmer weg. Ja. Das sind natürlich jetzt keine Brunnensymbole mehr, sondern einfache Punkte. Auf Gründen des Copyright. Der Gradient im Hintergrund. Mit den Gradienten habe ich ziemlich lange rumgespielt, weil die auch verschieden aufgebaut sind. In ArcMap hat man dann seine Color-Rampen, die man in ArcGIS so nicht hat. Der WMS-Dienst braucht einen kurzen Moment zu laden. Und schon hat man Berlin. Ja, und zu guter Letzt kommen dann noch die Rasterdaten. Nochmal mit grünen Schimmer, gleich wieder ohne. Ja, und man sieht, dass es sich ziemlich gut übertragen lässt, wenn man eine Weile in den ArcObjects rumgeforstet hat. Und auch verschiedene Renderertypen unterstützt werden können. Auch wieder das Höhenprofil vom Schwarzwald hier in der Nähe. Und die Weltkarte im Hintergrund. Ich habe das kurz an- und ausgemacht, aber da es der unterste Layer ist, kann man das natürlich nicht direkt so gut erkennen, aber ich glaube, es war deutlich. Dann habe ich jetzt als Abschluss nochmal ein Projekt, mit dem ich so mehr diese verschiedenen Renderer ausprobiert habe. Und man sieht, dass da auch viel möglich ist. Punktfill, Linienfill. Und dann werden die Karten direkt sehr Disco. Ist natürlich die Frage, ob man das möchte, aber es funktioniert zumindest. Ja, jetzt bin ich mit der Präsentation von dem Tool eigentlich durch.
Also Sie sehen, es gibt, je nachdem, was man für ein Setup hat, hat man nur ArcGIS, hat man ArcGIS und QGIS oder hat man nur QGIS. Und was möchte ich überhaupt am Ende haben? Verschiedene Export-Tools verschiedenen Sinn machen. Und das Letzte, wo ich noch darauf hinweisen möchte, ist, dass unser Tool ja diesen Namen hat, MXD2QGIS, und das ist ja sehr schwer auszusprechen und nicht besonders einprägsam. Deswegen haben wir ein Gewinnspiel jetzt auf der FOSGIS, wo Sie alle eingeladen sind als Community, sich einen guten Namen zu überlegen, der jetzt dazu passt, zu dem, was da passiert. Und da können Sie gerne teilnehmen bei unserem Stand. Und es gibt auch etwas zu gewinnen. Am Stand sieht man auch. Hallo? Ja, jetzt, danke. Genau, am Stand kann man auch sehen, da ist der Stecker eingesteckt, da haben wir Strom, da leuchtet er auch ein bisschen, ist eigentlich ein sehr schönes Teil. Wir hoffen natürlich auf sehr, sehr schöne Namen. Jetzt habe ich doch ein bisschen als Moderator Neutralität verlassen, aber okay. Vielen Dank für den Vortrag erstmal. Ich applaudiere mal hier auf dem Holzkopf. Dankeschön. Und Frage, ob es Fragen gibt. Im Rahmen der Videoaufzeichnung würde ich dann auch versuchen, das Mikrofon hinzureichen. Es ist, glaube ich, gerade noch ein zweites unterwegs, da oben. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Wie ist es bei den Druckzusammenstellungen, wie Sie sagten? Also gibt es da auch schon Erfahrungen, wie man das jetzt zwischen ArcGIS und QGIS transferieren kann? Ja, das ist wie gesagt ein breites Feld, mit dem ich mich noch nicht tief auseinandergesetzt habe. Also das müsste man noch bearbeiten. Hier vorne ist noch, ich gehe da schnell hin, dann kannst du oben bleiben. Bist du oder kennst du die Initiative von Niall Dawson, von dem australischen QGIS-Programmierer, der etwas Ähnliches macht wie du? Ja, das ist ja das Slayer, genau. Slayer. Die ist North. Ja, hast North du das Face. Zu Beginn, ich war am Anfang nicht da. Wie bitte? Hast du das zu Beginn erwähnt, weil ich war am Anfang nicht da. Ach so, ja genau, ich habe am Anfang die Tools vorgestellt, da war das Slayer mit dabei. Aber ich glaube, ich habe auch den Dawson nicht direkt namentlich erwähnt. Also das ist ja das erste Tool, ja. Genau, und das braucht ja eigentlich kein ArcGIS. Genau, das ist ja ein reines QGIS-Plugin. Kann auch ein Vorteil sein, je nachdem. Ja, natürlich. Ja. Gut, gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ansonsten ist in der Mitte Peter ist ja auch noch die nächsten Tage hier anzutreffen. Ja, hallo. Ich wollte fragen, ob es einen Unterschied macht ob es mit ArcGIS Pro auch geht oder ob das da, also wie das dann da umgesetzt wird. Ja, das ist eine gute Frage. Das macht wirklich einen ziemlich großen Unterschied, weil ArcMap zu ArcGIS Pro einen Sprung von der Python-Version zum einen gemacht hat. Also ArcMap benutzt noch 2.7 und ArcGIS Pro dann 3.6, glaube ich. Und das kann man eigentlich recht einfach, wie sagt man, konvertieren vom Skript her. Aber die ArcObjects haben nicht mehr die Wichtigkeit in ArcGIS Pro, wie sie in ArcMap haben. Da bin ich noch ein bisschen am Suchen, wie man das geschickt macht. Andererseits ist in ArcGIS Pro die Python-Schnittstelle wesentlich stärker geworden und vermutlich kann man da einfach dann Teile, die man hier über die Objects sich holt, direkt über Python machen. Aber ja, rein theoretisch sollte das funktionieren, aber es ist schon nochmal ein Stück mehr Arbeit. Ja. Ach, zu dem Stück mehr Arbeit fällt mir noch eine Sache ein. Das Tool soll natürlich Open Source werden und wenn es einen schönen Namen hat, geht es dann auch zeitnah online. Hier ist noch eine weitere Frage. Noch eine Anmerkung. Ja. Also ist ja, es gibt ja sowohl vom MXD als auch vom QGIS, keine Spezifikation. Und das XML in QGIS ist auch nicht zwingend stabil. Das heißt, in der nächsten QGIS-Version könnte das theoretisch anders ausschauen. Dann müsst eigentlich wäre es sinnvoll, wenn man auch dort wieder die API von QGIS verwenden würde, um das Projekt zu generieren. Ja, das klingt aber das würde ja dann natürlich bedingen, dass du beide Software laufen lassen müsstest parallel.
Ja, also ich habe auch gemerkt, dass es wesentlich schwieriger ist, das Skript an Kugels anzupassen als an die wechselnden ArcMap-Versionen, weil sich da gar nicht so viel verändert hat im Gegensatz zu Kugels, das stimmt, ja. Also da musste ich auch schon jetzt in dem letzten Jahr schon nachjustieren. Ja. Also eigentlich machst du auch ein Reverse Engineering vom XML, so wie das der Niall mit dem MXD von Esri macht. Ja, das ist eine Frage. Okay, ich gucke nochmal, ob es noch weitere Fragen gibt. Ja. Ja, das ist eine Frage an alle hier im Raum. Mich würde es interessieren, wer steht denn vor diesem Problem? Einfach um Handzeichen bitten. Siehst du das unten? Kannst du? Ja. Wie viel Prozent sind das ungefähr? 10, 15 Prozent vielleicht. Okay. Ja. Ja, war eine wichtige Frage, glaube ich. Interessiert es überhaupt jemanden? So, die ganzen Meldungen waren jetzt keine Frage. Hat jemand noch eine weitere Frage? Nee, ich sehe niemanden. Dann bedanke mich nochmal fürs Zuhören und für den schönen Vortrag.